Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in den letzten Folgen ging es ja schon etwas chaotisch zu. Wir waren eigentlich noch das kleine Mädchen, obwohl wir da schon längst groß sein mussten, konnten Rost nicht finden und haben es dann nach einem kompletten Neustart doch endlich mal geschafft, haben auch ein bisschen gehandelt und gefeilscht und ja, haben jetzt ein neues Ziel. Und zwar müssen wir zum einen Rost am Nordtor treffen und zum anderen sollten wir ja auch nochmal mit der kauzigen Krater sprechen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob uns das irgendwas bringt. Steht jetzt nicht unter. Moment, das steht unter Aufträgen drin. Braucht oft Hilfe, um in der Wildnis überleben zu können. Das Problem ist, dass sie nur spricht, wenn sie zur Urmutter betet. Es lässt sich also nicht leicht herausfinden, was sie möchte, okay? Also, ja gut, man würde da 1000 Erfahrungspunkte mehr bekommen. Ich denke mal, dass das auch noch wichtig sein wird. Ich sollte allerdings Stufe 4 dafür haben. Die habe ich jetzt aktuell noch nicht. Für die Hauptquest brauche ich nur Stufe 3. Also würde ich eigentlich mal sagen, dass wir mit der Hauptquest soweit erstmal weitermachen. Ich sehe schon, da hinten sind schon wieder ein paar Viecher unterwegs. Nein. Okay, ist sowieso voll, ist egal. So, da müssen wir jetzt mal eben gucken, warum wir. Oh. Okay, ich habe wieder herausgefunden, wie man die Steine wirft. Dabei wollte ich das jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ach so. Oh, oh. Nein. Ich wollte eigentlich nicht entdeckt werden. Ich wollte eigentlich nur mal gerade ausprobieren, ob wir eigentlich noch was mit der anderen Taste machen können. Was wir offensichtlich machen können, weil das ist wohl ein langer Angriff. So wie es aussieht. So. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir überhaupt genau hin? Wir müssen relativ geradeaus in die Richtung, wo wir gucken. Also mittendurch letztendlich. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja, das ist der richtige, den ich jetzt markiert habe. Die Frage ist, ist der einzige da, ne? Ich habe ihn jetzt nur markiert. Ich habe jetzt nicht. Nein, die Spur. Die Spur will ich markieren. So, Mann. Okay, also er geht darum. Ja, das schaffen wir doch noch, oder? Können wir das auch noch mal eben schnell mit reinholen? Ich war das nicht. Mach ruhig weiter. Da hinten ist noch einer. Okay. Eigentlich könnte ich die auch angreifen, aber ich versuche hier so ein bisschen drumherum zu gehen, um einfach mal ein bisschen das mit dem, ja, mit den Faden und so zu üben und mit dem Verstecken. Der geht auch hier rum. Eigentlich könnte ich da hinten rumgehen, wenn ich da so drüber nachdenke. Oh. So. Man muss ja nicht übervorsichtiger sein, als man sein muss. Aber man sollte halt schon wissen, wo man entlang gehen kann und sollte. Da hinten muss ich rum. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich gleich weit genug entfernt. So, mal eben schauen. Da oben müssen wir hin. Explosionen und Geschrei außerhalb des Beckens. Was da wohl los ist? Da ist er. Genau wie er gesagt. Was hat das mit den Explosionen jetzt auf Aloy, sich? du bist hier. Ja, ich bin hier.
So, es tut mir leid, aber das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Ja, die Probleme... Du bist hier. Ja, ich bin immer noch hier. Die Probleme, die Anbieter vom Spiel haben, sind leider immer noch nicht besser geworden, obwohl das Spiel jetzt mittlerweile schon vor zwei Wochen ungefähr rausgekommen ist. Und ja, ich werde euch das dann so zusammenschneiden, dass nach dieser Schnellspeicherung, dass ich dann das hier einfügen werde. Und ich hoffe, wenn ich jetzt mit ihm rede... Auf damit! Wir müssen reden. Ja, aber ich muss das mal eben erklären, Junge. Wenn ich nämlich jetzt eben mit ihm rede, dass... ja, jetzt hat er mich gerade so rausgebracht, so eine Sauerei. Hört es euch einfach an. So. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Also, Rost, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy... Ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Vor allen Dingen, ich werde mich kurz hinlegen. Also normalerweise ist das ja doch schon etwas länger. Wo möchte sie sich denn am Lagerfeuer... Ja, muss ich da jetzt nochmal schnell speichern? Nee, oder? Ah, okay. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. War das jetzt ein wohliges Jahr oder war das jetzt ein oh scheiße Jahr? Wo müssen wir denn hin? Moment, da hinten ist was eingezeichnet. Folge dem Pfad der Zerstörung, okay. Folge dem Pfad, es ist nicht weit. Jetzt sag's mir das. Was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Was war das denn gerade? Hä?
Hä? Okay. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Weil wegen? Ja, komm. Sammel das Holz. Wir brauchen alles. Ah, okay. Ich wusste. Es wird irgendwas kommen, wenn er schon sagt, hier, achte auf die Umgebung. Wo müssen wir denn hin? Bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Doch, jetzt muss ich links rum, hä? Okay. Okay, ich würde sagen, den scannen wir erstmal. Du solltest mir eigentlich... Ja. Nein! Ich war das nicht. Ist hier noch ein anderer oder kann ich dich töten? Theoretisch. Jetzt oder nie! Weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Sowas in der Art habe ich mir nämlich jetzt auch gerade gedacht. Wir müssen da hoch, aber hier unten können wir auf jeden Fall noch Holz sammeln. Da wir das noch nicht komplett voll haben, nehmen wir das jetzt mal einfach mit. Hm, das brauche ich vielleicht noch. Ja. Oh. Ich dachte, wir müssen hoch. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Der ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ja. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Aber wenn er die Stolperfalle... Wo kann ich meine Fallen aufstellen? Einen Schockdraht zu spannen, ihn mit zu betäuben. Ziele auf dem Boden. Das ist aber nicht das hier, ne? Das ist eine Vorratskiste, okay. Ziele auf dem Boden? Moment, wie ging das jetzt mit der Stolperfalle? Ah, ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist der Schockdraht. Okay. Darf mich erstmal noch nicht sehen. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob das da jetzt so gut ist. Wo sind jetzt hin? Okay. Ja. Ich denke mal, dafür werde ich jetzt die Feuerpfeile gebrauchen, ne? Feuerschaden extra. Ich meine, das ist ja schon, aber ich meine, 15. Der andere macht 19. Der andere Fall durchbricht, aber die, kann man das auch... Ne, kann man nur mit dem...
Durchbricht aber auch die Dings hier. Das ist auch ein bisschen doof. Die machen wir mal neu. So. So, ja, sie hat ja gesagt, der darf sie nicht sehen, ne? Sollen wir noch mal ein bisschen Holz hier? Ach, da hinten ist er, okay. Ich glaube, wir kommen gerade noch hier. Hilfe! Ich will keine großen Gegner erledigen. So, Moment. So, Schwäche. Die würde ich mich auch gerne wissen. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ah, okay. Hinten ist die Stolperfalle. Bringen wir es hinter uns. Ja, fast gar keinen Schaden. Oh Gott, ich hätte mir vielleicht doch irgendwas anderes noch holen sollen. Oh wow. Habe ich mich jetzt erschrocken? Oh, mach schon, komm. Du bist entdeckt. Oh, fuck. Oh, fuck. Wäre nur schön, wenn man auch mal sehen würde, was der macht. Stehen. Sollt sie auch ausweichen? Oh, wenn man den nicht sieht, das ist echt eine beschissene Kameraperspektive. Weich doch mal aus. Boah. Okay. Also der war schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Huh. Und die Kameraperspektive ist echt scheiße. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Hey.
Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Okay. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ja, und damit haben wir nun die Spitze des Speers abgeschlossen. 1500 XP bekommen. Okay, das war jetzt, denke ich mal, eigentlich nicht schlecht. Jetzt würde ich das aber gerne nochmal kurz vergleichen mit dieser einen Quest. Wo haben wir sie denn jetzt? Aufträge, genau. Da bekommen wir nämlich alleine schon für den Auftrag 1000 XP. Und wenn der jetzt natürlich nicht so... heftig ist, wie jetzt hier dieser Gegner war, dann sind die Aufträge natürlich grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Maximale Gesundheit sind wir jetzt um 10 besser und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Da schauen wir doch mal direkt nach Fertigkeiten. Da haben wir nämlich noch gar nichts mitgemacht. Stiller Schlag, okay. Kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Das hört sich immer sehr gut an. Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Na gut, so gut bin ich jetzt noch nicht. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, das mit dem stillen Schlag fasse ich erstmal ins Auge. Konzentration verwende beim Zielen, um die Zeit zu verlangsamen. Das wäre sicher nicht schlecht. Kritischer Treffer, drücke RB für einen Angriff, der Gegner am Boden stark beschädigt. Naja, die meisten größeren liegen ja nicht am Boden, aber wer weiß, wofür ich das noch gebrauchen kann. Leichte Speerangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Präzision. Oh, das hört sich aber alles gar nicht mal so schlecht an. Was ist das hier? Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, oder? Weil ich ja eh noch nichts zerlege aktuell. So, zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Das wäre natürlich nicht schlecht. Locke mit Ausrufezeichen im Werkzeuge-Menü einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der mir am nächsten ist. Wir haben 5 Punkte. 3. Also ich würde sagen, nee. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel ist immer gut. Achso, A gedrückt halten. Okay. Dann verwende beim Zielen, um die Zeit zu beschleunigen. Das machen wir auch mal. Das hört sich nämlich sehr gut an. Dann auf jeden Fall dieser eine Schlag. Genau, den nehmen wir auch noch. Da könnten wir jetzt zum Beispiel schon runtergehen. Schlagen von oben. Um lautlos zu landen und kleine Maschinen oder Menschen zu erledigen oder größere Gegner schweren Schaden zuzufügen. Wäre auch nicht schlecht. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Oha, was bekommen wir denn da noch für hübsche Waffen? Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Ist auch nicht schlecht. Werden wir uns dann aber beim nächsten Mal, glaube ich, drum kümmern. Ich würde jetzt einfach mal sagen, gut, das Landen ist völlig lautlos. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber alles, was mich, beziehungsweise was den Gegner schwächt, stärkt mich natürlich beim Krieg, wollte ich gerade sagen, beim Angriff. Schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Heißt für mich, ja, dass die wahrscheinlich auch, wenn die Rüstung abschlagen, dass die dann weniger Schutz haben, ne? Also das nehme ich auch mal mit, genau. Dann haben wir jetzt gar keine Punkte mehr, aber ich meine immerhin.
Ja, dann schauen wir noch mal kurz auf der Karte, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Als nächstes müssen wir wieder mit Rost reden, aber diesmal ganz oben. Dann würde ich wirklich fast sagen, dass ich mir hier ein Fähnchen reinmache. Ach, das ist sogar das Arenal von den Läufern hier, okay. Dass ich mir hier ein Fähnchen reinmache, dass ich da darauf achten muss, dass ich in die andere Richtung gehe. Und dass ich dann die Sache mit der kauzigen Krater mal machen werde. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Und ja, es war jetzt noch ein bisschen spannender, als ich gedacht hatte. Ich habe jetzt gedacht, es kommt einfach nur so eine Lektion. Und stattdessen mussten wir jetzt hier schon so einen kleinen Boss machen. Auch nicht schlecht. Wobei ich zugeben muss, dass er doch ziemlich heftig war. Also ich will nicht wissen, wie das jetzt auf der schwersten Version wäre. Weil, naja, wir sehen ja unser Leben da oben. Da ist nicht mehr allzu viel von übrig. Bis zur nächsten Folge. Ciao.